Servus Leute, was geht? Willkommen auf dem Kanal zurück, ihr Freunde. Wir reagieren heute auf Flair, Cassandra Steen, Sido und Buzzfeed und Hengst. Also die Kombination ist sehr, sehr legendär, sehr, sehr krass. Allein die vier Urgestalten auf einem Track, sage ich mal. Der Song ist von Flair auf dem Album Widder. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Flair, mach ich kein Musikexperte. Mach das nur Spaß und der Freude. Einfach Bock drauf zu hören. Noch nicht gehört. Los geht's jetzt. Okay, der Anfang war jetzt kein typischer Flair-Beat, sage ich mal. Aber der Verlauf könnte durchaus interessant werden. Eines Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien. Denn eines Tages wird wie in meinen Träumen. Sehr, sehr nice. Cassandra Steen macht die Hook. Man kennt sie jetzt von damals von Die Hoffnung stirbt zuletzt mit Bushido, kennt man sie. Man kennt sie auch von dem Song mit Bushido, Bonnie und Clyde. Sehr, sehr krasse Songs, sehr, sehr schöne Stimme. Nicht so gehypt jetzt wie eine Lea oder eine Elif, aber trotzdem sehr krasse Stimme hat die Dame. Ich glaube, sie ist mittlerweile auch schon Ende 30 oder so, schätze ich mal. Aber ihre Stimme unfassbar. Unfassbar. Weder tot noch tot mehr sein. Du yeah. Bist da. Alles wird besser eines Tages. Eines Tages. Bruder, leider, nein, leider gar nicht. Ho! Die sagen, Leute, bitte keine Panik, denn sie wissen nicht, wie hart das Leben fickt auf zwei Cialis. Sehr, sehr starke Einstieg von Sido, muss wirklich sagen. Also der eines Tages, die Thematik. Damals hätte er sich wahrscheinlich nicht erträumen lassen, dass sie eines Tages mal so am Start ist und darüber rappt er gerade. Also unfassbare Karriere, Sido, Legende auf jeden Fall. Und sein Flow. Ich mag so den straßenjungen Flow von damals halt sehr und dementsprechend krasser Einstieg. Sigi. Oh, gute Männer gehen rein. Zurück in Freiheit sind sie nicht mehr dieselben. Nein. Darum nutze ich meine Zeit und bin am Schreiben. Yeah. Nicht um mich zu beweisen, Bruder, ich muss ihnen helfen. Auch sehr schön, dass hier Buzzfeed und Hengst die Adlibs macht. Sehr nice. Die beiden haben ja auch, er war ja lange Zeit Backup gewesen von Sido. Lange Zeit. Und die ergänzen sich sehr gut, haben sich damals gut ergänzt, tun es immer noch. Und allein die vier, beziehungsweise die drei auf einem Beat wieder zu hören. Flair, Buzzfeed und Hengst, Sido. Akku Berlin in the house. Ehre, Geld und Ruhm wollen wir haben eines Tages. Manchen reicht schon nur ein voller Magen eines Tages. Und auch wenn sie mich jagen oder schlagen wollen, dann ist mir das egal, denn alle Wunden werden Narben eines. Alle Wunden werden Narben. Sehr krasse Aussagen von Sido, muss ich wirklich sagen. Also die Thematik, wie gesagt, eines Tages an die Hook passt dir sehr gut. Also das Flair-Album ist definitiv ein Kaufgrund, würde ich sagen. Und ich würde hier wie immer alles verlinken. Ich hoffe, das Video bleibt drin. Wird nicht gesperrt. Eines Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien. Denn eines Tages wird wie in meinen Träumen. Okay, sorry, ich habe ein bisschen schief gesungen. Aber ich muss wirklich sagen, sorry, wenn ich so oft sage, das, was ich gerade gesagt habe, aber auf jeden Fall habe ich den Faden verloren. Also die Hook ist so eingängig, dass ich direkt irgendwie mitziehen kann, weil ich irgendwie krass finde. Das ist bei mir nicht so oft der Fall, aber die Hook prägt sich sehr krass ein. Weder tot noch tot mehr sein, doch bis dann leidig und fallen. Jetzt, wo sie mit mehr Stimme in die Power reingeht, mit mehr Power in die Stimme reinbringt und die Hook dann noch ein bisschen breiter klingt, sehr, sehr nice. Und ich fände es mal krass, wenn sie wieder so ein, ja, wenn sie auch mal ihrem Hype gerecht werden würde und vielleicht mal wieder krass am Start ist in der Richtung. Weil von ihr hört man leider nicht so viel, finde ich. Ich mich noch tief. Bleib ein Problem, Boy. Rede nur Straßen durch. Boy.
sag immer die Wahrheit, auch wenn ich mal lüge. Tony Montana Voice, let's go. Rex in sehr, sehr starker Einstieg von Flair. Also sehr krasse Reimketten auf jeden Fall, muss wirklich sagen, dass er halt, ja, Flair sehr stabil einfach, so konstant, was der an Tracks liefert und an Qualität liefert. Allein dafür maskulin, legendäres Label auf jeden Fall. Banderole, Rocks in der Alufolie, die Bitch kommt oben ohne, die Tech ist locked and loaded, keine Beweise, komm davon, wenn ich vor dem Richter stehe, denn die Identität war hinter dem Nylon nicht zu sehen. Mache den ihr könnt ja gerne mal abchecken, den Song, wo ich abgecheckt habe, von Flair und Kollega, auch legendärer Track auf jeden Fall. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Kombination findet von den vier und wie ihr zu dem Album steht. Würde mich sehr freuen. Kann man diskutieren, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. So wie mein Logo, vor dem AMG-Coupé, denn die Strafakte ist dick, so wie Ali Boumaier, ey. Ein kleiner Front gegen Ali Boumaier, die beiden sind ja connected und sind Freunde jetzt, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die cool miteinander. Und ein kleiner Sidekick gegen Ali, kann man ruhig mal machen. Er nimmt es ja auch sehr sportlich. Ist ja auch sehr, ein sehr sympathischer Typ, Ali, auf jeden Fall. Die Folge dreht sich durch die Jahreszeit, Jahreszeit. Falsche Freunde wechseln Straßenseite, Straßenseite. Ich zähl die Tage so wie Strafanzeigen. What? Bis wir uns wieder in den Namen halten. Let's go. Eines Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien. Denn eines Tages wie in meinen Träumen weder Tod noch Traum mehr sein. Doch bis dann. Bevor Bass von der Hengst anfängt, muss ich wirklich sagen, ich war nie so der große Hengst-Fan. Hier und da ein paar Tracks gefeiert von ihm, aber Berliner Schnauze, er ist schon so lange dabei. Bin froh, dass ich mal wieder auf ihn reagieren kann. Leidig und fade, bis dann. Und ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Ja, ich weiß, ich mache oft Pause, aber ich will halt nicht, dass das Video gesperrt wird, weil das halt sehr schade wäre. Wenn ich keinen Frieden habe, war. Jede Nacht im Pearl, bin auf dem Flyer, Baby. Schmeiße mit den Euros auf die Neider, Baby. Er schmeißt gerne mit den Euros auf die Neider, weiß man ja so. Also, er ist ja auch. Hengst ist einfach Hengst. Hengst ist einfach Hengst. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Einfach ist sympathisch auch. Crime, du weißt, wir waren nie in der Safer, Baby. Nein, Kuss auf ihre Lippen, ich muss weiter, Baby. Oh. Keiner kackt auf deutsche Rapper, so wie Sultan Hengst. Hengst. Bring Essen auf den Tisch und hoffe, dass du an mich denkst. Yeah. Damals du am Kackebaum, der Ghetto-Präsident. Stimmt, Ghetto-Präsident hat ja auch mitgemacht. Das ist schon so lange her, der Track mit Sido, Automatik, Alpagan und Hengst, damals legendär. Alte Zeiten. Jennifer aus Rostock, okay, das ist ein Kompliment. Komm. Der Bulle weiß es leider nicht, du shot your boy. Boy. Sultan hängt ein böser Motherfucker, boy. Boah, boah, boah. Mein Baby sagt mir jeden Tag, du schaffst es, boy. Eines Tages, Italian Stallion. Oh. Eines Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien. Denn eines Tages. Einfach sehr schöne, klare Stimme. Meine Stimme ist leider nicht so klar, trotzdem muss ich hier mitsingen, weil es einfach animiert. Wie in meinen Träumen, weder Tod noch Traum mehr sein, doch bis dann. Ich gönne auf jeden Fall Flair seinen Erfolg. Wer so lange ackert und so lange an seinem Erfolg arbeitet, dass er dahin kommt, wo er jetzt steht. Sehr krasse Karriere, hätte man damals auch nicht unbedingt gedacht. Aber man kann sich gern noch belehren lassen. So Leute, das war's mit dem Video. Video hat mir sehr gut gefallen. Beziehungsweise der Song hat mir sehr gut gefallen. Gab ja kein Video. Dementsprechend Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren, auch gerne gesehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in den nächsten Videos. Dort haben wir's gut. Ciao.